Er verlangt von seinen Schülern Disziplin und einen eisernen Willen. Nachlässigkeiten lässt Ahmad Mohammed nicht durchgehen. Das kann in seinem Job schnell schiefgehen. Der Bodyguard, der schon unzählige Stars beschützte, kam mit 12 Jahren aus Beirut nach Berlin, wurde als Türsteher berühmt-berüchtigt. Dann ebnete sich sein Weg raus aus dem Zwielicht hinein ins Rampenlicht. Seit 2010 bildet Ahmad Mohammed in seiner Bodyguard-Schule Nachwuchs aus. Jetzt der zweite Teil von Dossier 24. Thema Waffenausbildung. Standardwaffe eines Personenschützers ist in aller Regel eine Pistole oder ein Revolver. Wir werden heute als erstes mal behandeln die Pistole im Kaliber 9 mm. Ich habe heute als Exemplar mitgebracht eine Beretta 92F. Wie sieht das Gerät aus? Und wie zerlege ich sie und wie baue ich sie wieder zusammen? Weil auch das müsst ihr letztendlich selber im Einsatz können. 13 Uhr, Unterricht, Waffensachkunde. Im Jahr 2010 gründete Ahmad Mohammed die Academy for Security mit der Ausbildung zur Personenschutzfachkraft. Gut, Bestandteile sind? Griffstück mit Abzugseinrichtung. Jawohl. Verschluss. Ja. Lauf. Jawohl. Und die Feder. Richtig, die Verschlussfeder. Nicht irgendeine, das kann es ja auch eine Bettfeder sein. Nein, es ist eine Verschlussfeder. Genau. Gut, so. Dann zusammenbauen. Also es war nicht so, dass ich jetzt gesessen habe und gesagt, ich will jetzt gerne Bodyguard werden oder Sicherheitsmann werden. Ich bin reingerutscht. Und ich glaube, mein ganzes Leben, seit ich hier bin, immer irgendwo geführt worden. Obst, Gemüse, Türsteher, Sicherheitsmann, Personenschützer, jetzt Schule seit 3 Jahren. Die Schule mit meinen Fitness- und Kampfsportschule mit integriert zum Beispiel. Und so wurde ich immer weitergereicht. Und Europa Center war mein Durchbruch. Dann war auch das erste im Hotel Palace, war erste Großveranstaltung. Da habe ich zum ersten Mal die Claudia Schiffer kennengelernt und dank ihr, da ich die Gelegenheit hatte, sie öfter zu beschützen in Deutschland. Und so ist man auf mich im Personenschutz aufmerksam geworden. Guten Tag, geben Sie Platz. Erstmal entschuldige die Störung. Kein Problem. Meine Herren, meine Damen, ihr wisst immer, wenn ich hier im Zimmer bin, stimmt irgendwas nicht. Und es stimmt insofern irgendwas nicht, weil ich nochmal mit euch so ein bisschen die Meinung über die Prüfung, was ihr gemacht habt, reden wollte. Es hat mich sehr traurig gemacht, gerade von Menschen, die ich dachte, die bestehen hundertprozentig, die haben es natürlich nicht bestanden. Aber nichtsdestotrotz möchte ich euch auch Mut machen und euch bitten, weiterzumachen, und die nächste Prüfung, bin ich der Meinung, besteht ihr sowieso. So wie ich Deutscher bin, bin ich auch Ausländer, mit beiden Herzen stolz. Also helfe ich natürlich beide mit Stolz, dass sie ihre Prüfung bestehen, aber am meisten macht mich stolz, dass die Immigranten das bestehen und ich die auf den Arbeitsplatz schicken kann. Ich habe auch fast alle meine Prüfungen übrigens beim zweiten Mal erst bestanden. Also ich bin nach vielen Abendschulen musste ich viele, viele Sachen nachholen. Aber ich habe wirklich, außer meinem Führerschein, da bin ich stolz drauf, beim ersten Mal bestanden, alle Prüfungen beim zweiten Mal. Aber auch Prüfungsangst. Ich habe mir in die Hosen gemacht, dann habe ich die Sätze nicht verstanden. Viel Spaß weiterhin und ich will euch nicht mehr stören. Dankeschön. Man ist nur so gut, wie der Auftraggeber ist. Man ist selber nur so gut, wie die Schutzperson ist. Du kannst von dir nie behaupten, du bist gut. Das geht nicht. Weil wenn du erzählst, du bist gut oder du bist der Beste oder du bist was weiß ich wer, dann hast du jetzt schon versagt. So, du bist nur gut, wenn der Auftrag zu Ende ist und ist nichts passiert. Egal, was für einen Auftrag du annimmst.
Also kann ich nicht sagen, ich bin gut. Ich kann nur sagen, die Menschen, die mich immer wieder buchen, die vertrauen mir, die vertrauen meine Strategie, die vertrauen meine Planung. Und ich bin stolz darauf, mit diesen Klienten oder Kunden oder Schutzpersonen weltweit täglich unterwegs zu sein. Und wenn ich mit gewissen Leuten weltweit unterwegs sein darf, dann bin ich für die gut. Aber für mich selbst, nein. Uhr, Kraft- und Ausdauertraining. Den Schülern steht eine Stunde harter Drill bevor. Eins! 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 Den Kreis nicht vergessen. Immer, immer spielen. Hm? Bah! Pa, 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 Spiel, pa, 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 Spiel, eins. Also Sport ist insofern für den Kopf sehr wichtig, weil du stehst ja mindestens 15 Stunden. Du musst die Geduld haben, du musst lernen durch den Sport, durch die Ausdauer, durch das Fitness, was du hast, lernst du auch gut zu arbeiten, weil du geduldiger bist, ruhiger bist, du bist kein aggressiver Mensch. Und ich halte mich natürlich fit, indem ich sehr, sehr viel Sport mache. Also ich habe fast 7 Tage Sport und jetzt, wo ich meine eigene Sportschule habe, fast täglich. Aber bei mir ist das auch so, dass ich sage, umso älter du wirst, umso besser musst du trainieren, konzentrierter trainieren und effektiver. Und wir lernen ja hauptsächlich Kraftausdauer mit Kampfsportelemente und Verteidigung. Also wir lernen nur reines Nahkampf. Das ist für uns sehr, sehr wichtig für den Job, weil du so viel mit Menschen zu tun hast. Du lernst zwar den Jabs, du lernst Kicken, du lernst Stoßen, aber die Kombination, deinen Körper zu beherrschen, ist sehr, sehr wichtig. Komm, 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 hoch, 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 komm, nochmal, komm, du sollst mich nicht schubsen, sonst machen, komm, komm, komm. Also ich bin ganz ehrlich 24 Stunden weich. Also ich behaupte von mir, respektiere die Menschen, wie du selber respektiert werden möchtest. Es ist schwer, es ist klar schwer. Du kannst auch nicht jeden jetzt umarmen und sagen, ey, du bist toll. Ich habe auch den Ruf, arrogant zu sein. Ich habe auch den Ruf, möchte gerne sein. Aber ich behaupte von mir, ich bin ein ganz herzlicher Mensch. Und jeder kann leider mein gutes Herz im negativen Sinn nutzen, indem er sagt, aua, tut mir weh, das, und ich gebe immer. Also, ich bin privat ein Weicher, aber beruflich soll mir keiner an die Quere kommen. Am Nachmittag steht noch eine letzte Übung an. 2 Schüler sollen eine fiktive Schutzperson in ein Geschäft begleiten. Die gehen jetzt in ein Geschäft rein, einkaufen, spielt keine Rolle. Insofern, was für kleine Geschäfte das sind. Sind das kleine Geschäfte, bleibt automatisch jemand draußen, der andere begleitet die Dame. Er geht zwar nicht mit ihr einkaufen, aber beobachtet die ganze Situation. Das ist sehr wichtig. So steht der Kollege einer raus, beobachtet die Leute, die praktisch reinkommen. Und der andere bleibt in dem Laden drin und guckt, dass im Prinzip nichts Besonderes, Auffälliges, Negatives passiert. Umfeld, Menschen, Bewegung, Hände, Blicke, Gestiken, nervös, geschwitzt, zu ruhig, zu locker, also Umfeld. Die Schutzperson, wenn du mit ihm unterwegs bist, ist gar nicht mehr wichtig. Die Schutzperson selbst ist nicht wichtig. Das ganze Umfeld drumherum. Du brauchst also so ein Radar, dass du wirklich alle Leute um dich kreist. Und innerlich, das Problem ist, wenn einer so mal die Seele mal hört, wie sie spricht, was ist mit denen, was ist mit denen, was ist mit denen, was ist mit denen, okay, sie ist so komisch, also sie lacht so blöd. So bist du immer am Rattern. Und abends, wenn du im Bett liegst, bist du so kaputt, da denkst du, du hast gerade 30 Betonsteine geschleppt. Was ich gesehen habe,
muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich richtig sauer gemacht. Sauer gemacht insofern, dass egal was ihr anhattet, außer euer Anzug, wenn ihr normal in Zivil gekommen werdet oder mit Jeans oder was weiß ich, wurde trotzdem auffallen, dass hier irgendwas nicht stimmt. So, du warst viel zu nah an dieser Dame dran. Du wolltest schon beinahe Schulter an Schulter mit ihr stehen. Das geht, kannst du nicht machen. Das geht nicht. Das ist auffällig genug, warst du, aber dennoch nicht zurückhaltend, dennoch nicht diskret genug. So, und du warst mit dem Blick am Eingang und nicht mal zu die Straße unbedingt, sondern auch noch in den Laden rein. Deswegen stehst du ja draußen. Du stehst draußen, um zu gucken, ob jemand, der diese Dame oder Herr oder wer auch immer bedroht, durch den Eingang kommen kann. Aber wenn du ihm den Rücken drehst, du drehst... Ich möchte gerne ein paar Jahre noch machen, weil ich sehe, wie viele gute Menschen in diesem Beruf aufwachsen möchten. Und wenn ich der Meinung bin, diese Jungs geholfen zu haben, die wirklich Schweiß und Blut und alles verlieren, um diesen Job zu machen, dann sage ich mir, okay, jetzt kannst du nur noch Berater werden.